Hast mir ja schon wieder keinen Kaffee mitgebracht. Dich ist irgendwie kein Verlass. Wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit. Kein Rückruf? Nee. Ja. Die Leute sich gut gehen oder so, sagen Sie Bescheid. Wenn es zu warm wird, dann rufen wir hier noch einen Rettungswagen. Dann müssen wir nur sagen. Das zeigt aber der geht nicht. Den kriegt man nicht bewegt, ne? Das Bremse ist aktiviert. Ne? Aber der hat, die muss man lösen können. Das braucht man nur sonst nicht. Wollen Sie lieber in den Schatten? Oder? Schöner wäre es aber auch. Ich kenne mich damit noch nicht aus, also ich muss wissen, wo man hier eine Bremse lösen kann, aber schieben geht nicht, sehen Sie? Ja. Keine Chance. Hier ist irgendwie so ein Hebel. Unten sind so rote Hebel. Ja, genau, aber... Schieben Sie mal. Aber da tut sie doch gar nichts. Habe ich den roten gezogen? Auch nicht. Wir haben ja gerade versucht. Wir haben jetzt gedacht, dass das hier sein könnte, aber da tut sie nichts. Also auf den Hinternrädern wird er nicht gehen, da ist die Bremse drin. Wenn dann auf den Vorderrädern, glaube ich. Nee, ich meine diese zwei abstehenden kleinen Plastikräder. Ich denke, wir sind nur dazu da. Der Kippvorrichtung, da kriegen sie aber doch das andere Rad nicht weg. Nee, nee.
Das wird ja trotzdem blockieren. Also wenn, dann müssen sie über die Vorderräder schieben, glaube ich. Nicht, dass unser Vorder rausfallen, das lassen wir. Das ist zu gefährlich. Vielleicht können die ja mir wenigstens am Telefon gleich sagen, wie man den loskriegt. Das wäre schon mal eine Idee, ja. Das versuche ich gleich mal zu klären. Aber ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Die wollten eigentlich zurück. Weiter kümmern, wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Ja? Hat ein Motorschaden, dass der Firma telefoniert und falls Sie irgendwas haben, dann ist Sie irgendwelche Hilfe nachher? Ich hoffe, dass Sie zurückrufen von der Rollstuhlfirma, weil der fährt ja nicht mehr. Ist kaputt? Das ist natürlich beige. Der hilft kein ADAC, ne? Nee, die Rollstuhlfirma soll anrufen. Der Kollege oder Herr Svitala, wie sieht das? Svitala, das ist der Kollege von der Polizei. Der, sag ich sofort, ne? Irgendwo sollte jetzt eine Absprache stattfinden wegen dem Auslöser. Ja, ich sage hier. Das Ding fährt nicht. Nee. Ich habe schon bei der angerufen, die wollten zurückrufen, aber bisher haben sie nicht zurückgerufen. Und wir haben aber geguckt, ein Sitzfleisch, ey. Und wir haben geguckt hier, ich halte hier die Stellung, Occupy. Ja. Kennst du dich damit nicht aus? Hast du mich schön gefilmt? Ja. Ja. Kennst du dich damit nicht aus, mit so einem Elektrorollstuhl? Also wenn du mir sagst, ich soll mich auskennen, dann kenne ich mich damit aus. Ansonsten hat er wohl hier ziemliches Sitzfleisch, ey. Hat keiner Lust, der Polizei dich zu entfernen, ja? Aber du bist ja Düsseldorfer Bürger, du hast ja... Nein, ich bin kein Düsseldorfer. Achso, aber du hast ja das freie Recht der freien Bürgersteigbenutzung. Ja. Ich denke, vielleicht kann man ja noch ein paar Minuten mal so warten. Die sind da sowieso locker leicht. Aber sie hatten dich schon mal aufgefordert, wegzufahren? Ja, die waren hier und haben dann geguckt und haben ja gesehen, das geht nicht. Und wir haben hier auch ein bisschen versucht, nur auf die Idee, beide Dinger gleichzeitig sind wir natürlich nicht gekommen. Wir haben entweder den einen oder den anderen, aber beides zusammen, da sind wir natürlich nicht auf die Idee gekommen. Und deswegen war ich auch nicht wegschiebbar. Ja. Komisch, dass ich auch schon wieder hier bin. Was kann ich, haben die mich wieder zurückgetragen? Was haben die so viel Zeug mitgebracht? Ja, meine Transpies. Wollen die hier einziehen oder was haben die da alle mitgebracht? Nein, die machen jetzt die Bewegung weiter und hängen gleich ihre eigenen Parolen auf. Freie Fußgängerzone. Jeder darf durchgehen. Was mit dem Infostand jetzt? Ja, der Infostand ist ja leider nicht transportabel. Als ihr es gesehen habt, wie viel gebaut hat, dann wird sich auch nicht mehr. Also ich glaube, dass die Pony da nicht geht. Wo sind die denn jetzt alle? Die sind alle hinten hinter der Kirche jetzt, quasi okay. Nur ums Eck oben. Da wo die ganzen stehen, sind jetzt. Eigentlich am liebsten würde ich ja die Whiteboards noch mitnehmen, aber. Weil die waren richtig teuer. Aber du hast auch kein Auto hier. So. Spaß weiter. Echt? Ja. Sollten wir vielleicht.
eventuell nicht packen, weil das ist jedenfalls für euch auch gut, oder? Kann schon, ja. Ich werde das gleich mal, wenn wir ihren Aggressionsmus der Plakatabhängerei hinter sich haben. Sollten wir vielleicht gleich mal auf die Idee kommen, den hier zu frei zu machen, damit man den schieben kann, dann kann man den um die Ecke reparieren, muss man ja nicht vor deren Auge machen. Ja, genau, dann haben wir nochmal bei der nächsten Gelegenheit nochmal einen Trumpf im Ärmel, ne? Also wahrscheinlich den roten ziehen und dann den anderen schieben dabei. Ja. Geht? Ja. Ah, geht! Schiebe ich dich zu den anderen Teilen hier, Mann, ja? Ja. Ja. So, warte mal. Gerettet! Sehr gut. So. Vorsicht! Gerettet! Hier kennt sich einer aus. Das ist ein ganz schlimmer, der kennt sich aus. Ach, da kennt sich einer aus, zum Glück. Vorsicht! Tatütata! Hier will einer freiwillig raus! Bernd! Vorsicht, 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 stopp! Wir wollen ja nicht über irgendwas drüber fahren. Das ist natürlich ganz schön unter Beobachtung hier. Ja. Das ist euch gerade nicht so gut. Das muss ja jetzt auch nicht passieren, wir haben ja jetzt Zeit. Ich bin jetzt mal im Schatten. Aber wir könnten, wir könnten dich ja einkesseln, wenn du drehst. Ehrlich. Nach deinem Ermessen. Du bist Mensch. Du kannst antworten, du kannst reden. Du hast mehr als nur deine Uniform. Du hast deinen Kopf. Du kannst nach deinem Ermessen. Wundert mich, dass sie hier keine über meinen Beamten. Ich weiß, aber das ist es doch. Denk das doch. Denk das ab und du hast dich auch vorbei. Schön zur Antwort so, ne? Dann kannst du die hier hinbringen. Ja, die kann ich dann auch hier hinbringen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schaffe heute. Wir wollen keine Gewalt, weil Gewalt ist jetzt wieder zu gegen gesagt. Das habt ihr auch gesehen. Ja. Ja. Auch solche Meinungen würde ja. Aber stellt euch vor, ihr hättet gar nicht heute den ganzen Tag verbunden. Keiner hier aufgeregt hat, was machen muss. Ihr hättet einfach noch kommen müssen, mit uns eine, wirklich ein Kompromiss. Und das wollt ihr. Schlag mich vor der Tür. Ich bin auch ratlos. Ah, jetzt. Nee, Alter ruft an. Bleib stark. Ja. Schreiber. Ja, ich weiß, ich habe da mit dem telefoniert. Ich bin bei Occupy, ja. Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen bisher. Ich muss noch mal gucken. Vielleicht traut er sich ja wieder. Ganz genau, da habe ich mir wieder gedacht, dass er wieder ein Schisshase ist. Ich gehe jetzt mal da, ja, ist doch schon gucke, ob ich das Camp von der anderen Seite aufnehme. Ich bin der Letzte, ich bin gerade eben, bin ich jetzt weggeschoben worden, ich war der Letzte. Nein, von Mitdemonstranten, die Polizei, da war ich zu schwer mit euch. Nee, da darfst du auch Entschuldigung. Nein, keiner ist festgenommen worden, glaube ich. Einer ist ins Krankenhaus gekommen. Ja, epileptischer Anfall angeben. Keine Ahnung. Ja. Aber ihr könnt da im Grunde persönlich bei der Stadt. Jo. Jo. Jens! Tschö. Ja, mach das. Und ja, wenn ich eine so anmache. So, und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen rumstellen. Wir müssen uns nur mal eben drum rumstellen, dann kann ich das reparieren. Das ist witzig, dass du deine Zeit mal kaputt hast. Ja, die ganze Zeit war kaputt, Herr Rolf. Ja, nicht
Vielleicht hilft er ja die Hand auflegen, dass er wieder geht. Genau. Ja, zur Zeit sind Sonnenstürme, da machen die elektrische Sachen so bei Parafaxen. Also das kann man schon auch wissen, dass es auch ein bisschen ja. Aber da gucken wir welche. Nee, nein, nein, aber der hat ihn wieder dann auf. Der seid gut aus. Noch besser als der Ja, wir können dich auch weg. Dann schieben wir dich ganz hinten um die Ecke rum. Eben. Ja? Ja. Und wir schieben ihn einmal um die Ecke rum, damit wir nicht sehen, wie ich ihn repariere. Mal ein Speedrausch hier, ne? Im Rausch der Geschwindigkeit. Ich will nicht auf den Container. Du wirst jetzt entsorgt. Ich will nicht. Wattmut. Ich werde entsorgt hier. Oder warum dürfen die das nicht sehen? Damit die nicht wissen, was da für ein Trickgitter ist. Okay. Und? Ja, jetzt kann er nicht fahren. Müssen wir erstmal das Ding wieder reinmachen. Super. So, dann kannst du ja frumpfrei, fröhlich. Ja, wenn ich jetzt wieder zurückfahre, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren konnte. Auf einmal geht die Karre wieder. Hä? Auf einmal geht die Karre wieder. Ja, die Sonnenstürme haben aufgehört. Hä? Die Sonnenstürme haben wohl aufgehört. Weißt du, ich soll wieder zurückfahren? Ja, klar. Es ist klar, dass es manipuliert war. Ich sag, die haben angerufen von der Rollstuhlfirma. Da haben wir einen Reset-Knopf gedrückt. Ja, du hast eine Fahrprüfung und einen Service-Mitarbeiter. Nein. Wir mussten den reparieren, du musstest ihn hochhalten und ich musste Kabel... Nee, da vorne auf dem Parkplatz waren zwei Mitarbeiter. Und das sollte nicht jeder sehen. Einfache Geschichte. Gut, wasserdicht ist die Geschichte auch nicht. Was wollt ihr denn machen? Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich werde auch, sagen, der fährt immer noch nicht richtig. Der fährt nur so langsam. Normalerweise kann ich ja schneller fahren. Ja. Aber ich sage jetzt, der fährt nur so ganz langsam. Also richtig ist er doch nicht. So. Ja, und war mir eine Freude. Jo. Komisch, jetzt geht er wieder. Die ganze Zeit fuhr der nicht vom Temps. Was ist da los? Er war nur am Blinken. Und was ist jetzt hier mit dem Krankenhaus oder der abtransportiert wurde? War glaube ich, also ich weiß nicht. Muss man sich ja auch drum kümmern, ne? Ja, aber so, also soweit wir wissen, war es auf jeden Fall keiner in der Barrikade, also drinnen im Camp war. Ach so, nur ein Zuschauer oder was? Wissen wir nicht. Keiner. Aber wir haben keine Ahnung, von wem die gesprochen haben, weil. Also eigentlich waren schon, wir waren etwas überrascht. Eigentlich schon mal wäre auch einer von uns losgelaufen, der hätte gesagt, hier, wir haben... Eigentlich unprofessionell, dass nicht von Anfang ein Rettungswagen dabei war. Eigentlich müsste von Anfang ein Rettungswagen dabei stehen. Ja. Und nicht erst gerufen werden, wenn da was passiert. Wenn da was... Nein, aber bei der Polizei, wenn die vorgeht, verlässt sich nie jemand. Ja. Weil das ist nämlich genauso, so wie die, nämlich auch immer nur die Leute treffen, die es wirklich verdient haben mit den Wasserwerfern. Weil die können ganz gut zielen. Aber ist doch gut, dass die Bevölkerung gesehen hat, dass hier Leute auch Widerstand leisten. Ja, ja. Auf die Wiese lassen. Nein, wir dürfen nicht mehr. Überall da, wo wir. Ihr sollt den Einsatzleiter fragen. Ja, nein, es wurde gesagt, der Führer hat den Einsatz. Der Einsatz. Wir hatten hier einen Führer, wir hatten einen Fahrführer. Oder wir haben den Fahrführer. Wir haben einfach nur blind gehört.
fahrt doch mal. Ja, also so richtig fährt er noch nie. Hast dich also wieder mit Händen und Füßen gewehrt, ja? Ich hab die Stellung gehalten, ja, bis zum Schluss. Kriegst. Sehr gut. Den Klaus. Oh, hätten wir beim Klaus auch machen müssen. Ja, der hat das dir vorgeschlagen. Ja. Weil, was ist mit dem, der umgefallen ist? Ja. Keine Ahnung. Das wäre keiner von hier, habe ich gehört. Nee, das draußen, der soll das gewesen sein mit der Folie. Der Klaus, achso, ja, der war ja besoffen. Ach der, ich weiß, achso. Die haben uns doch gesagt, da hat einer einen epileptischen Anfall. Ja. Wer denn? Das war bestimmt der, der so, so stolz getrunken war. Das war der Rocker, der sich in Alufolie eingewickelt hat. Der Klaus, hab ich schon mal gesagt, dass er das ist. Der hat den Gelab betrunken, Epileptiker und geht in eine Plastikfolie. Ja, habe ich vorher gesagt. Ja, vielleicht ist er gar kein Epileptiker. Die haben das einfach nur vermutet, dass er einen Stand verlangt. Kann ja auch mal anders. Ja, eben, genau. Haben wir noch was zu trinken? Ja, ein, doch einer von hier, von euch. Klaus heißt der wohl. Der sieht in Alufolie. Der ziemlich betrunken war. So längere Haare. Ja, der ist, glaube ich, aus dem anderen Camp. Holger heißt der nicht, Holger? Der war so ein bisschen rockerig. Was ist denn jetzt als nächstes geplant? Man darf ja jetzt nicht sterben lassen, oder aufgeben. Den Platz dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr betreten. Ja, muss ja nicht. Aber habt ihr Samstag gehört, oder irgendwas? Persönliche Gegenstände und natürlich so weiter bei der Stadt könnt ihr die abholen. Aber ihr habt ja kaum noch was drin. Das war ja früher mal alles viel besser. Ja, alle Konzentrationen sind auf die Räume. Das ist ja jetzt schon eine Arbeit. Also, ich habe jetzt 2 Tage, 2 Nächte irgendwie nicht. Ich wusste aber nicht mehr, wie die das getan haben. Ich bin fast allein. Und jetzt bin ich hier, jetzt bin ich das. Elbersdank. Elbersdank. Jo. Alle müssen zusammen. Genau, genau. Nee, ich geh nur. Ich bin fertig. Aber lass das machen, das ist gut. Ja. Was? Hast du gemacht? Wie die Geiern auf dich aufgestürzt haben, wo du dich da so eingebunden hast, die Presse. Wie die Geier, als wenn so ein Ding. Machen stundenlang machen die Aufnahmen, dann bringen sie 3 Minuten geschöntes Zeug von nix und wieder nix. Irgendwie kommt keiner auf den Arsch.
Mensch, mein Spatter. Braver Hund, ne? Du bist so ein braver, hm? Ja, schön. Hallo, Daimlerstraße, das ist eine Erdgeschosswohnung.
Schreiber. Hast du vergangene Tage mich im Fernsehen gesehen? Ja, heute kannst du wieder gucken, heute haben sie das Camp geräumt. Ich war da, ich war also mitten da drin, ich war der Letzte, weil mich haben sie mit meinem Rollstuhl nicht weggekriegt. Wir haben den kaputt gemacht, den Rollstuhl. Der ging kurzfristig nicht mehr und jetzt fährt er wieder, komischerweise. Und deswegen war ich der letzte Mann da. Vielleicht siehst du mich da, kannst ja mal gucken. Also WDR war da, Sat1 war da, RTL war da, alle waren sie da. Ja. Alles klar. Also mir geht's auf jeden Fall gut, ich bin auch nicht verhaftet. Jo, tschüss.